Next That Guy. For your holidays of free time. Next That Guy. Theme parks and water slides. All the things you love to do on your free time. Geniale Seilbahn, geniale Technik, einfach cool. So, sind wir am Stanzerhorn ganz oben. Die Aussicht ist richtig genial. Es lohnt sich ja hochzufahren. Und die Seilbahn ist sowieso. Und selbst mit Höhenangst geht es wunderbar, denn die Bahn ist gar nicht so hoch. Aber es ist ein Erlebnis, da oben drauf auf dem Dach zu stehen. Also da beide Daumen hoch für die Cabrio Seilbahn hier am Stanzerhorn. Lohnt sich auf jeden Fall. Mit dabei ist die nostalgische Stanzseilbahn bis zur Mittelstation. An der Mittelstation geht es dann hoch mit der Cabrio-Seilbahn, wo man oben auf dem Dach stehen kann. Also daher ist es ein richtiges Erlebnis. Sollt ihr auf keinen Fall entgehen lassen. Fahrt damit, habt viel Spaß und keine Angst vor der Höhenangst. Und zwar sind wir jetzt an Wirzelwedi, einem kleineren Berg mit einer kleineren Seilbahn. Und hier gibt es dann kleine schöne Wandertouren für Familien oder für Sonjas. Mit Hexenwegen, Zauberwegen und so weiter. Wie es so aussehen wird, das erfahren wir gleich.
Berlin hoch. Und wie gesagt, hier gibt es schöne Wanderwege. Es gibt eine Sommerrodelbahn, die wir natürlich auf jeden Fall probieren werden. Nicht wesentlich länger als die andere, die wird glaube ich 600 Meter lang sein. Die andere war 500, meine ich. Auf jeden Fall fahren wir die, denn Rodelbahn ist Rodelbahn. Und gleich sind wir oben auf dem Berg. Und die Sommerrodelbahn war zwar kurz, aber richtig knackig, geile Kurven und richtig schnell, lohnt sich. Und jetzt gucken wir mal, was wir oben noch so alles machen können. Es gibt verschiedene Hexenwanderwege und da mal gucken, was sonst noch alles kommt. So, nachdem die ganzen Hexenwege relativ lange dauern und wir auch mit der Seilbahn hochfahren müssten, dass einfach nicht unser Zeitplan reinpasst, laufen wir jetzt zumindest den Eulenweg, da geht gerade mal 15 Minuten, laut Angaben. Und dann laufen wir wenigstens den mal hier durch, auch recht idyllisch hier, wie man schon sehen kann. Und ja, dann mal gucken, wie der Eulenpfad hier ist. Also eine angegebene Zeit von 15 Minuten ist ein bisschen mehr als übertrieben, denn eigentlich ist man in 5 Minuten durch. Es gibt noch ein paar Vogelfoliere, wo ein paar Eulen zu sehen sind, echte, natürlich schön gemacht. Natürlich braucht man länger Zeit, wenn man sich die genau anschaut, aber reine Fußweg allein an sich, 5 Minuten und man ist durch. Dennoch schön gemacht, sehr idyllisch, lohnt sich vor allem für Kinder und Familien. Viel Spaß dabei! So, also jetzt sind wir wieder unten an der Talstation vom Wirzelweli und es war natürlich richtig schön. Aber man muss auch bedenken, dass es ein Familienberg ist. Viele Familien, viele Kinder, ist natürlich klasse. Aber wer jetzt alleine unterwegs sein möchte und eher so wandern ohne Kinder, Familien, ist halt doch schon ein bisschen dann laut, würde ich mal sagen. Also daher ist es schön, man kann es auf jeden Fall machen. Rodelbahn ist sehr cool, aber ansonsten ist Ruhe eher weniger angesagt. Also wirklich Familienberg, dafür aber richtig gut geeignet. So, wir haben natürlich noch einen Ass im Ärmel und zwar werden wir noch eine weitere Nacht hier in der Schweiz verbringen. Das weiß meine Mutter immer noch nicht. Und zwar werden wir es oben auf dem Hotel auf dem Trübsee übernachten. Das wird gleich mal sehen, wie sie darauf reagieren wird, wenn ich ihr sage, dass wir noch eine Nacht hier bleiben. Was würdest du jetzt mitnehmen, wenn du hier oben nochmal übernachten müsstest? Hier. Mhm. Was würdest du mitnehmen? Das von gestern. Ja, jetzt packen wir es jetzt ein und dann. Echt jetzt? Ja, hopp. Bis 18 Uhr fährt die Bahn hoch. Nimm mit, was du brauchst und dann. Wir kommen erst morgen zurück. Ja, geht jetzt. Ja. In der ersten Station müssen wir aussteigen. Da befindet sich das Hotel auf über 1700 Metern, glaube ich. Also so wie beim Feuerberg. Wer es vielleicht noch kennt von so Videos. Und ja. Sonja freut sich drauf? Ja, Überraschung, Überraschung. Nur noch Überraschung. Aber morgen geht's dann wirklich nach Hause. Und jetzt, bevor es Abendessen gibt, gibt es noch mal eine kleine Runde um den Trübsee drumherum. Es sind, glaube ich, 6 Kilometer, kann es sein. Sieht gar nicht so lang aus. Ne? Wir werden sehen, auf jeden Fall reicht es bis zum Abendessen, bis 20 Uhr. So, es gibt hier auch eine Grünerle, aber wenn man zusammentut, kommt dabei Grünerle raus. Thank you.
dafür umso schöner und vor allem weniger Leute, weil es einfach zu teuer ist. Aber Auto. Einen kleinen Berg, wo es dann auch ein paar... Ein einfaches Auto. Ich rede ja über Urlaub und da kommt ein Auto. Vielleicht dann ein Auto. So, jetzt sind wir in der Seilbahn drin, wir sind gleich da. Eben auf der... Brauchen einen richtig geilen Spielplatz, zumindest wären wir auch sogar alleine. Keine Kinder oder Familien, wir könnten uns hier austoben, was ist. Der ist noch gar nicht fertig.